Jawohl, kann weitergehen. Wem nehmen wir denn mal? Schauen wir mal. Sehen wir es uns an? Ich glaube, wir fliegen erstmal zu Sepho. Dann folgen wir der Story und dann gucken wir mal, was passiert. Ich wurde von einem Sucher entdeckt, als ich noch sehr jung war. Er hat mich zum Tempel gebracht. Oh ja, die Sucher. Die sind was ganz Besonderes, das kann ich Ihnen sagen. Sie haben keine Ahnung, was ein Sucher ist, oder? Nicht die geringste. Suchen die irgendwas? Genau. Es sind Jedi, die junge Machtbegabte suchen und rekrutieren. Wie die auf dem Holocron. Ich war auch ein Sucher. Hey, hey, wissen Sie, was das bedeutet? Ich habe Cal nicht entdeckt, falls Sie darauf anspielen. Nein, das bedeutet, dass ich auch ein Sucher bin. Stimmt. Ja, Sucher Grace. Ja, geil aus hier. Wir landen gleich. Komm hier rauf. Okay. Dann setze ich mich mal. Da unten tobt ein heftiger Sturm. Vielleicht kein guter Zeitpunkt, um hier zu landen. Ja, da stimmt was nicht. Diese Winde stören unsere Kommunikation. Hey, Cordova hat was gesagt von wegen Friede im Auge des Sturms. Und ich sehe eine Ansiedlung genau in der Mitte. Dann müssen wir dorthin. Ja, verstanden. Ein paar Rumpler wirst du doch ertragen, Kleiner. Ja, klar. Der Wind frischt auf. Sagen Sie dem Schraubenhaufen, ich kann seine Meinung jetzt nicht gebrauchen. Machen Sie sich keine Sorgen, es ist alles in Ordnung. Natürlich ist es das, nur etwas knifflig. Okay, festhalten. Oh. Zack, und gelandet. Ah. Perfekte Landung. Greasy bringt's, Baby. Bei mir sind noch viel zu viele Störungen in der Kommunikation. Um das wieder hinzukriegen, brauche ich noch eine Minute. Ich suche bis dahin nach Spuren von Cordova. Gut. Ich melde mich, sobald hier alles wieder funktioniert. Cal, hier drüben. So, dann gehen wir mal raus und gucken mal, schauen uns mal um. Gute Arbeit. Geschafft. Hoffentlich hast du nichts abgekriegt. Was glotzt du so? Mit wem redest du? Mit meinem Schiff. Der Mantis. Guter Name. Klingt gewaltig. Naja, ach, was weißt du schon? Hast wahrscheinlich nie ein Schiff geflogen. Du hast einen an der Mütze. Diese Tür bewegt sich nicht. Wie immer. Von der anderen Seite. Das heißt, wir müssen einen anderen Weg reinfinden. Baufälliger Hangar. Okay. Ach, er will wieder scannen. Was ist das? Ich glaube, sie ist versiegelt. Ich glaube eher nicht versiegelt, sondern verriegelt, oder? Na, egal. Hey!
Was ist das, BD1? Neue Poncho-Material erhalten. Okay. Ja, sehr schön. Ist hier irgendwas versteckt, ne? Gehen wir mal hier lang. Oh. Oh, ich höre Laser. Pistolen. Aber wo? Was ist denn da los? Wo geht's denn da ab? Komme nicht durch. Sehr merkwürdig. Es ist mal wieder merkwürdig. Ich sehe wieder den Wald vor lauter Bäume nicht. So, wir stellen uns jetzt mal dahin und beobachten erstmal alles ganz in Ruhe. So. Da ist die Tür, wo wir nicht reinkommen. Da ist ein Gang, der uns irgendwie nicht weiterführt. Hier geht's auch nicht weiter. Da sind keine Türen. Denn hier irgendwo rumklettern oder so? Ja, kann man auch nicht machen. Tja. Da geht's auch nicht lang. Dann gehen wir mal wieder raus. Windig hier oben. Mit so ein bisschen Schnee. Die sehen unfreundlich aus. Aufpassen, BD. Scannst du wieder? Naja, der scannt ja nur. Cal, kannst du mich hören? Imperium. Sie haben Seppo. Wären Sie der Mantis gefolgt, hätten Sie uns schon längst umzingelt. Suchen Sie etwa nach den Gräbern? Hoffentlich nicht. Unser Funk geht wieder. Ich versuche jetzt, mich bei Ihnen einzuklinken. Ui, aus der Erde. So. Jetzt hier Ruhe. Endlich mal einen Weg von Anfang an gleich gefunden, so jetzt können wir hier ein bisschen leuchten, wenn wir überhaupt klarkommen. So. Da könnte man runterfallen, aber will man das? Ich glaube eher nicht. So. Ach, wieder eine Vision, das liebe ich ja. Meine Mutter hat mit diesem Stoff ihr Kind warm gehalten. Sie waren auf der Flucht.
Aber von da komme ich doch. Ah, ich bin auch wieder so ein Held. Ja, geil. Ohne Worte. So, hier rüber. So, mal gucken. Und dann hier rüber. Und dann darauf. Und dann darauf. Gucken, was ist das Schönes? Stimmfach. Und zwar hier. Hey, kannst du mehr tragen? Danke, BD. Oh, da freut er sich aber. Schwimmbehälter erhalten. Sehr schön. Geheimnis entdeckt. Da dürfen wir nicht runter. Okay. Das ist ja auch super, dass sie hier mit der Taschenlampe, mit dem Laser leuchtet. Eine Taschenlampe wäre mir aber lieber, muss ich ehrlich sagen. Das ist ein bisschen blöd. Hier was übersehen habe. Der ist so ein bisschen blöd ohne Taschenlampe hier die ganze Zeit den Laser hochzuhalten. Naja. Aber wie heißt so schön, in der Not frisst der Teufel Fliegen. So. Oh! Da wollten wir doch gar nicht hin. Hier hoch und da, zack. Genau, dann laufen wir mal hier lang. Da bewegt sich nichts. Wieder eine verschlossene Tür. Das ist aber auch teilweise echt verzwickt. So. Ein Scan? Was ist das? Ein Elektrostab. Was kann ich damit machen? Gar nichts. Sie geht einfach nicht auf. Aber schon so viel verschlossene Türen. Dass wir gar nicht mehr wissen, wo wir überhaupt noch lang müssen. Hier können wir auf jeden Fall nicht lang. Da würden wir runterfallen. Ich glaube, wenn wir hier reinspringen, sind wir auch tot. Hier waren wir ja drin. Als wir in die Höhle gegangen sind. Ach genau, wir sind rechts lang und wir versuchen es jetzt mal geradeaus. Genau, hier waren wir noch nicht. Spannend, spannend. Thank you.
Geht's hier weiter? Jawohl. Genau das wollte ich haben. Super. Jetzt kann ich die aber schon mal öffnen, bestimmt von innen, oder? Ja, super. Los, kommt schon. Ja, sehr gut. Ist hier eigentlich auch rein? Nö. Hier geht es nicht rein. Ja, er will wieder scannen. Was hast du? Verlassenes Dorf. Was ist da drüben? Nichts. Jawohl, gut gemacht. So. Kann ich nach unten, jetzt kann ich nach oben. Wo gehe ich zuerst lang? Hier oben lang? Hier geht es aber nicht weiter, ne? Ne. Also gehen wir unten lang. Augen darüber! Ja, okay. Oh, jetzt läuft er weg! Ja. Ein paar Stormtrooper, die mal schießen oder so. Macht immer am meisten Spaß. Jo, schieß mal. Hiermit bestätigt. Genau, danke. Nochmal. Jo, und der nächste. Komm, schieß. Jawohl, so muss das sein. Das kennt er erstmal. Das sind alles Lügen. Das Imperium wollte nur das Land. Ja, Jedi! Los! Ich hab's geschafft! Ja, ja, ich hab's geschafft. Ich hab's auch geschafft. Seht mal, unter uns! Ja, stimmt. Wir haben unsere Fernkampfverstärkung verloren. Ich krieg ihn. Der kommt zurück. Ich hab ihn getroffen. Jetzt hast du es mit mir zu tun, Jedi. Was ich krass finde, heißt verlassenes Dorf und überlaufen Leute rum. Naja. Muss nicht alles verstehen. Ja, da geht's nicht weiter. Okay, die Einwohner sind weg. Und das meinen sie wohl damit. Wie löse ich das Ganze aus? Das wäre die Frage. Mit der Kraft hat es nicht funktioniert. Was ist hiermit? Nö. Wohin bringst du uns? Das Imperium hat die Dorfbewohner vertrieben. Flüchtlinge verschifft in Arbeitslager und Schlimmeres. Ist da eigentlich lang?
Nee, sieht nicht so aus. Jetzt da rein? Nee. Geht's hier auch nicht. Okay, wir können ja oben noch mal versuchen lang zu laufen. Fähigkeitspunkte. Einnahme. Super. Ja. Kämpfen ist, glaube ich, gar nicht verkehrt. So, verlassen. Von hier kommen wir doch, ne? Baufälliger Hangar. Gehen wir mal zurück. Überhaupt schon unser Ziel erreicht? In die Richtung laufen wir. Was ist unser Hauptziel? Da ist geblockt. Kein Hauptziel, oder? Ich habe, glaube ich, alles gefunden. Ja. Gehen wir mal wieder zurück. Sehen dann ja, was passiert. Hier drüben. Gute Arbeit auf Bogano. Je mehr Infos wir über Cordova und die Sepho sammeln, desto eher können wir das Imperium stürzen. Ich habe von alten Kulturen gehört, weiß aber nicht viel. Ich wusste nur, dass Cordova von den Sepho besessen war. Er hielt ihre Lehren für bedeutsam. Auch mich haben die Geheimnisse unserer Galaxis fasziniert. Du solltest aufbrechen. Hier gibt's viel zu lernen. Viel Glück. Okay, also habe ich hier doch noch nicht alles abgeschlossen. Also laufen wir nochmal zurück. Jetzt können wir hier abkürzen. Verlassenes Dorf, da war ich ja auch schon, aber wir haben wahrscheinlich noch nicht alles gesehen. Ja. Hier nochmal lang.
Da oben ist eine Brücke. Da waren wir noch nicht. Die Frage, wie kommen wir da hin? Keine Brücke, ein Rohr ist das. Ah, da war ich da schon von, oder? Kann ich da nicht reinspringen, ne? Gucken wir mal, muss ja hier irgendwo hochgehen. So. Na, wo geht das Rohr lang? Ach, da. Ja. Augen darüber! Ich verfolge ihn! Ja. Klappe. Hier waren wir noch nicht, auf jeden Fall. Sind wir immer noch hier? So, komm, los, schieß. Holen wir ihn uns. Los, schieß schon. Das wirst du danke, nochmal. Jo, danke. Gibt's ja irgendwie. Ah, siehst du, ich hätte beinahe die Kiste übersehen. Na gut. Was war da drin? Lichtschwerthülse, also. Bald können wir bestimmt ganz gut aufrüsten. So. Jawohl, mit einem Sprung. Das war keine gute Idee. So, Klappe. So, jetzt geht's hier rüber und da hoch. Hier rum geht's aber auch noch. Wir gehen erstmal hier rum. Vielleicht gibt's da noch eine Kiste oder so. Man weiß ja nie. Ja, wo ist das doch? Ne. Okay. Genau. Hier rein? Nein, geht hier nicht rein. Okay, dann müssen wir da rüber. Na, das hat doch auch was. Ja, mal kurz meditieren, dass wir abspeichern können. Keine Punkte. Genau, wieder raus. Wäre ja zu schön. Es dauert echt lange, bis er hier levelt. Hier lang. Scannen, was wir da finden. Mein Freund, seit ich Bogano verlassen habe, habe ich mehr über die Sepho erfahren, als ich für möglich hielt. Sie geht nicht auf. Okay. Ja, mit Türen von beiden Seiten haben sie es nicht so.
war die verschlossene Tür. Okay, dann gehen wir hier wieder zurück. Kann man hier eigentlich runterfallen oder wäre das nicht so gesund? Ich glaube, es wäre nicht so gesund. Hier was übersehen habe. Ja, ich glaube, hier hinten waren wir noch nicht. Mensch, das ist aber auch ganz schön verwinkelt hier. Und dann auch so düster hier. Das ist ja. So. Hier geht's wieder raus. Prima. Jetzt wird gekämpft. Ja, auf jeden Fall. So, tschüss. Ah, diese Erdferkel hier. So. Jetzt gibt's Schaschlik. So. Ja, Ruhe hier. Jedi-Meister stören. Was soll denn der Scheiß? Oh, das ist ja wieder sehr geil. Das ist doch wieder was für mich. Ja, das war zu früh. Das war zu spät. Ja, das war auch nicht gut. Aha. Jetzt! Oh Gott. Jo, sehr geil. Das könnte ein Problem werden. Nö. Es gibt eins aufs Hörnchen. Oh, ich hab Hunger. Das reduziert die Qualität meiner Hand. Es geht los. Ja, soll ich einen anderen abknallen lassen? Und fehlt es an Nahkampf-Spezialisten. Hab's verstanden. So, jetzt komm, schieß. Jetzt hast du es mit mir noch zu mal. Tun. Oh, scheiße. Das war natürlich blöd. Ich werde dich ausschalten. Ja, ich werde dich auch ausschalten. Ich sehe nach. Sehr gut. Fähigkeitspunkte erhalten, sehr gut. So, Fähigkeitsbaum. Was haben wir denn hier noch? Verstärktes Verlangsamen. Ja. Na. Das hört sich doch gut an. Hä, warum? Nimmt der das denn nicht? Fähigkeitspunkt verfügbar. Talent anzeigen. Ich will noch nicht das Talent anzeigen, ich will den auswählen.
Ein Fähigkeitspunkt. Achso, wenn die blinken, habe ich die ja schon, oder wie? Fähigkeitspunkt verfügbar, verstehe ich nicht. Warum kann ich den jetzt nicht verwenden? Vielleicht kann ich den nur an diesem einen Punkt verwenden, das kann natürlich sein. So. Einstellung, taktischer Leitfaden, Datenbank, Anpassung, Fähigkeiten. Das war zu früh. Nochmal ein. Ja, war gut. So. Krasse Musik. Ich frage mich nur gerade, wie ich mich wieder heilen kann. Hey, aufpassen. Ach, heilen war nach oben, ne? Ah, ja, genau. Jetzt schießt mir gerade wieder ein. So, dann gehen wir hier mal rein. Oh, endlich mal eine Tür, die auf ist. Können wir wieder langlaufen, volles Rohr. Ja, hier müssen wir wieder freie Fahrt, freie Bahn mit Marzipan. Aber irgendwie so bekannt vor hier. Waren wir hier nicht schon? Hm. Wer weiß, wer weiß. Nur, dass es jetzt hell ist. Signal her. Ja, jetzt bin ich wieder hier, aber suche das Auge des Sturms. Also, ich glaube, wir gehen nochmal zurück. Oh Mann! Wie kann man nur? Hier ist noch eine Kiste.
Na gut. Was war da drin? So, hier ging es ja auch nochmal runter. Das ist das Dorf so. Erstmal meditieren und gucken, ob wir jetzt den Punkt versetzen können. Super. Gehen wir wieder raus. So, aber hier wollte ich auch gar nicht raus. Sondern hier wollte ich nochmal lang. So genau, weil geht ja da oben noch weiter. Genau. Hä? Ein Eindringling. Hey. 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 Versuche ihn zu verfolgen. Ja, komm mal her hier. Scheint will er nicht. Also. Ah, Mann! Ja, so klar, der, also wenn man da so ranspringt, dann kann das auch nicht funktionieren. Nächste bitte. So, ich weiß gar nicht, warum die mich angreifen, weil die kriegen das sonst wieder auf die Fresse. Na los, holen wir ihn uns. Wir können so nicht weitermachen. Ich habe eine Lücke. Macht ihn fertig. Ich bin an ihm dran. Er schießt ihn. Oh, schieß schon. Komm. Jo. So. Hier geht's nicht rein. Okay, hier finden wir bestimmt wieder was. No. Sehr schön. Marianna, kümmere dich um Sienna. Diese ganzen Erinnerungen, die man so bekommt, sind sehr interessant. Ich denke mal, die ergeben irgendwann mal ein Gesamtbild. So. Ist ja die Frage. Da können wir noch rüber. Das sieht hier ziemlich brüchig aus, muss ich sagen. Hm. Hier geht es aber auch in die Höhle rein. So, aber wir machen hier mal kurz Schluss.